So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total War Three Kingdoms mit Liu Hong. Ja, ganz weit im Süden gab es einen Aufstand, das habe ich letztes Mal schon gesehen. Ziemlich überraschend hier, der Aufstand der gelben Turbane. Ja. Da kann man erstmal nur hoffen, dass die sich nicht ausweiten. Mittlerweile kontrolliert der Feind zusammen 28 von 50 Regionen. Das ist gefährlich, das ist sehr gefährlich. Zum Glück zählen da nur die, zählen bei anderen Fraktionen nur die Fraktionen mit rein, mit denen die gelben Turbane und hier diese Bündnispartner von Sang Yu, Sang Bao und Sang Liang mit eingerechnet werden. Das ist in dem Fall aktuell nur Liu Hong hätte ich schon gesagt, Huang. Das ist in dem Fall nur, wo haben wir ihn hier? Hier haben wir ihn. Das ist in dem Fall nur Huang Shao. Und in dem Fall wäre das noch. Welche Fraktion war es noch? Gongdu wäre es noch, genau. Gongdu hat aktuell zum Glück nur eine Siedlung. Und dann kommen noch die sonstigen Regionen dazu, die von den Rebellen der gelben Turbanen besetzt werden. Das sind zum Glück nicht so viele. So, Liu Bei wurde vernichtet. Diplomatie hat keine Möglichkeit mehr gefunden. Ich kann mir gut vorstellen, dass Liu Bei jetzt an unserem Hof angekommen ist. Nee, ist er nicht. Schade. Was ist mit Liu Bei los? Nee, er ist leider nicht an unserem Hof angekommen. Schade. Minus 8 Nahrung aktuell. So, unsere Vasallen sind mittlerweile allerdings im Norden. Wir haben hier Tao Qiang, wir haben Liu Shong und auch Yuan Shu ist bald mit seiner Armee vor Ort. Allerdings relativ angeschlagen mitunter die Armeen. Aber sie sind mittlerweile im Norden. Ja. So, wir haben Gebäude abgerissen jetzt hier in Puyang. Wir brauchen schon ein Gebäude, was den Alpha jetzt reduziert aktuell. Wir haben jetzt hier plus 8 Alpha. Da müssen wir jetzt ein bisschen was bauen. Einen konfuzianischen Schrein und auch eine Bezirksverwaltung würde das Ganze hier erstmal abbauen. Überall breitet sich Ordnung aus. So, jetzt bekommen wir hier auch Verstärkung mittlerweile, nämlich 8%. Ich denke mal, wenn wir den in die Stadt stellen, haben wir 10%. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann würde ich nämlich sagen, wir schicken die Armee unter Tai Shi Si weiter nach Dongpingling. Die Siedlung können wir sogar diese Runde erreichen. Und dann versuchen wir erstmal diesen Herd hier zu beseitigen. Ja. Die Stadt können wir dann auch hier Ying Shao wieder zurückgeben. Ich denke mal, im Gegensatz dazu wird er uns bestimmt gut Gold geben. Wir können mal schauen, wie viel der hat. 15.000 Gold, ja. Der wird uns das sicherlich fürstlich bezahlen, das Ganze. Weil ich habe nichts davon, wenn ich hier so eine einzelne Siedlung besetze. Das lasse ich dann lieber meinen Verbündeten. Die Region lasse ich dann lieber meinen Verbündeten. So. Tempo beibehalten. Das ist die Frage, ob ich das schaffe oder ob ich es nicht schaffe. Ich meine, es sind 21 Einheiten plus die Garnison. Oder ich warte noch eine Runde ab. Aber eine Runde würde bedeuten, dass der die Chance bekommt, von Dongpingling nach Dongping zu ziehen. Verborgenen Wurzeln hoher Bäume. Wobei hier haben wir eine gute Garnison. Das sollte er nicht schaffen, aber er könnte Huxiang erobern. Tja, müssen wir verhindern. Oder schickt die kaiserliche Armee. Aber ich würde lieber die Armee nutzen, die mit den ganzen Ballisten. Also erstmal schicken wir die kaiserliche Armee jetzt hier in die Garnison. Damit 10%. So. Dann würde ich sagen, wir verstärken noch eine Runde hier vor Ort. Ich kann ja hier sogar mal in den Hinterhalt gehen. Vielleicht tappt er da rein. Und dann nächste Runde greifen wir Dongpingling an. Ich brauch die Verstärkungszeit. Anders geht's nicht. So, in den Puyang errichte ich jetzt auf alle Fälle ein Garnisonsgebäude. Reduziert auch den Eifer, ist auch ganz gut. Ja, wir bauen erstmal das Garnisonsgebäude, dass die Stadt
zusätzlich Unterstützung bekommen in der Verteidigung. So, die Armee unter Yuan Shao, auch die können wir jetzt rausstellen. Die Frage, kriegen wir Unterstützung durch die Festung, wenn wir jetzt hier uns aufstellen? Mir würde es ja schon mal helfen, wenn ich ihn dort weglocken kann. Ne? Ich kriege auch überall keine Armeen, weit und breit keine Armeen, die sich hier um dieses Widerstandsnest kümmern können. Die Nanmang-Rebellen, mit denen kann ich keine Beziehungen aufnehmen, oder? Nee. Da sind erstmal keine Beziehungen möglich. Da werde ich hier noch ein Landwirtschaftsgebäude errichten. Müssen die wieder raus aus dem Defizit. Bleibt in Bereitschaft! Weil ich darf nicht vergessen, hier sind noch andere Truppen. Sang Liang hat hier noch eine 20er Armee. Aber wenn wir die besiegt haben und diese Rebellion hier, dann sieht es ganz gut aus. Sang Yang sollte auch gegen He Liu ganz gute Chancen haben. Wir können ja mal schauen, was er für eine Garnison dort hat. Ja. Seine Truppe ist auf alle Fälle in einem besseren Zustand als die Truppe. Wäre ja nicht schlecht, wenn Huang Shao schon mal besiegt wäre. Ich hole jetzt jedenfalls Huang Shao hier raus und wir stellen uns in Reichweite der Garnison. Und dann gehe ich hier in. Gehe ich in die Lagerstellung. Ich bin kein Freund vom Lager, weil man kommt dort nicht so schnell raus. Auf der anderen Seite, denke ich mal, bin ich in einem Lager tatsächlich in einer relativ defensiven Position. Komm, wir gehen ins Lager. Wir gehen ins Lager, wir haben ja auch ein paar Infanterieeinheiten. Also unsere Schwertwachen, die diesen seinen Bauerneinheiten natürlich immer noch weit überlegen. Ne? So, der Hof. So. Das ist die Frage, ob man hier noch die drei Einheiten braucht oder ob man sie nicht braucht. Ich spare mir das erstmal. Ich denke auch so ist die in einem sehr, sehr guten Zustand hier mit den zwei Ballisten. Es fehlen ein bisschen die Armbrustschützen. Aber es gibt Schlimmeres. So, hier haben wir zumindest 22% Verstärkungsrate. Das ist doch schon mal eine Leistung. Weiter erhöhen kann ich das hier allerdings nicht. Ich stehe in eurem Dienst. Ja, aber 22% ist schon eine Hausnummer. So, hier haben wir ein Upgrade. Vielleicht schalten wir hier noch einen guten Auftrag frei. Kann ich eigentlich die Kaiserin in die Armee holen? Ich denke, auch das geht nicht. Wird ja bestimmt auch irgendwo dort stehen. Am besten sehe ich es, glaube ich, einfach, wenn ich sie rekrutieren will. Nö. Wir können sie auch nicht rekrutieren. Die Kaiserin! Minus 25% Verlegungskosten. Gut, das bringt nichts. Na gut, ihr bringt eigentlich fast gar nichts. Sie ist aktuell weder in irgendeiner hohen Position. Ja. Eigentlich komplett egal, ob wir hier irgendwas aktivieren oder nicht. Es hat keinen Einfluss. Es hat keinen Einfluss aufs Geschehen. Folgt eurem Herz!
So, und ich denke mal, zusätzlich zur Patrouille werde ich hier, ja, werde ich jetzt statt dem Landwirtschaftsgebäude trotzdem erstmal noch hier diese Bezirksverwaltung errichten, weil wir dadurch eben Einfluss bekommen. Ich denke mal, mit der Nahrungsmittelknappheit komme ich für ein paar Runden gut klar. Aber eben nur für ein paar Runden. Wir gehen erstmal in die nächste Runde. Oh, meine kaiserlichen Truppen setzen ebenfalls über jetzt. Hier die Armee unter Tai Quang will anscheinend Huaxian erobern. Okay, da ist jetzt ein Hinterhalt dort. Er würde sich lieber ein paar Runden nicht im Marsch bewegen, damit er mal wieder regeneriert. Das tut er aber nicht. So, Huang Shao hat sich dagegen entschlossen, Zhang Yang anzugreifen. Das sollte ihm zusätzliche Zeit verschaffen. Aber ich weiß nicht, wie viele Truppen hier gerade Richtung Dongping marschiert sind. Ich habe da, und auch Richtung Dongpingling, da sind mehr Einheiten marschiert, als man dachte. Und die haben natürlich auch direkt wieder alle verstärken können. Oje, oje. Faktionsregentschaft Hu Shuyuang. Diese Fraktion wurde von einem neuen Erben übernommen, doch dieser ist noch zu jung, um sie zu kontrollieren. Bis er volljährig ist, muss er sich auf die Integrität seiner Gerichtsbeamten und Verwalter verlassen. Vernichtet Qiang Mengshu. So, haben wir mittlerweile jetzt Liu Bei am Hof, den wir uns dazu holen können? Ne, sieht nicht so aus. Aber wir haben hier Guangyu, das ist auch ein mächtiger Held. Den hole ich mir direkt mal rein. Auch wenn das ein Bürokrat ist, solange der in der Armee steckt, ist das nicht das Problem. Ich denke auch, Liu Bei wird uns bald hier bereichern. So, die Stadt hat er jetzt allerdings verlassen. Ne? Es kann natürlich sein, dass jetzt hier Truppen im Hinterhalt auf mich warten. Das Risiko würde ich ungern eingehen, deswegen nehme ich dann lieber die kaiserliche Armee dort mit. Aktuell bedroht mich ja keine Streitkraft in Puyang. Das heißt, die Stadt kann ich auch einfach mal eine Runde alleine lassen. So, dann errichte ich jetzt hier die Bezirksverwaltung. Verdienstvolles Volk. Und die Patrouille wurde errichtet. Dadurch haben wir jetzt hier eine etwas stärkere Garnison. Das sind immerhin die 4 Einheiten. So, der Fraktionsrat ist wieder aktiv. So, diesmal kann ich nur den Bonus aus dem Handel nehmen. Der wird sich aber auch auswirken. Die Jahreszeit blüht und gedeiht. Rebellion im benachbarter Komturei anzetteln. Huchang, was habe ich davon? Nichts. Feindliche Stadt verwüstet. Ringdu, habe ich nichts davon. Nachschub für Garnisonen? Nee. Wir nehmen natürlich die zusätzlichen Einnahmen. Bringt jetzt nicht so viel Bonus. Großes Können. Ja, der ist tatsächlich hier auf Dongping jetzt gezogen. Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Ja, und er wird hier nächste Runde Lin erobern. Also wir müssen jetzt tatsächlich weiterziehen. Wir müssen unbedingt mit unseren Truppen weiterziehen, um hier noch zu verhindern, dass diese feindlichen Armeen unter Zhang Bao wie auch Zhang Yu Richtung Süden ziehen. Ne? Und aus Dongping haben wir da eigentlich eine relativ gute Möglichkeit, dann Richtung, zum einen Richtung Norden zu ziehen, zum anderen Richtung Süden zu ziehen. Weil ich hier Dongping sogar dann besetzt halten werde, weil das gehört mit zu Puyang dazu. Ist eigentlich ganz gut für uns. Was ich auch machen kann, das sind ja zwei getrennte Fraktionen.
Ich schicke die Armee unter He Jing gar nicht nach Dongpingling, sondern ich schicke ihn Richtung vom Norden nach Dongping, weil hier in der Region kann er weiterhin von diesem Auftrag profitieren und kann weiterhin verstärken. Das sind dann zwar nur noch 6%, aber 6% haben oder nicht haben. Ihr habt gerufen? Handelt schnell! Wir verlieren hier halt richtig viel Bevölkerung jetzt kurzfristig. Minus, weil die Reserven erschöpft sind. Das ist blöd. Nahrungsmittelknappheit sorgt vor allem dafür, das sorgt nicht mal unbedingt dafür, dass Rebellionen entstehen, sondern es sorgt dafür, dass Bevölkerung halt verloren geht. Naja. Ich werde Dongpingling erstmal besetzen, dann für ein, zwei Runden halten, damit ich dort ein bisschen mehr regeneriere und dann gebe ich das zurück an Jing Shao. Jedenfalls aber auch nicht, muss ich mal gucken. Also, unser kaiserliches Heer schicke ich jetzt hier an die Grenze. Oder ich gehe einfach an. Ich gehe nicht ganz so weit und lege einen Hinterhalt, das ist ja auch noch eine Option. Wird der Berg bezwungen, bleibt er doch unverändert. Zur Eroberung! Okay, jetzt kann ich keinen Hinterhalt mehr legen, obwohl es genau 25% waren. Na, dann gehe ich lieber an die Spitze nach vorne. So, 6% haben wir jetzt noch. So, der erreicht auch innerhalb dieser kurzen Zeit keine neue Siedlung. Mal gucken, ob er uns angreift, ob er in der Siedlung bleibt. So, und mit der Armee von Tai Shi Si erober ich jetzt Dongping Ling. Rührt euch! In den Krieg! Okay. Ja, das delegiere ich dann. Wir können auch den Nachtkampf austragen. Reduziert die Moral beim Feind. Und ich denke mal so 100 Mann werden wir verlieren, oder? 200 Mann, okay, das ist schon nicht wenig. Aber wir haben die Stadt. So, wir haben eine Schenke erhalten. Die reiße ich gleich mal ab. Und Haus der Schriftrollen, das kommt auch weg. Braucht alles kein Mensch. So. Brauche ich die Kleinstadt auf? Nee, ich möchte die Siedlung zurückgeben. Dann. Oh. Nicht, dass uns Zhang Yu und Tang Shu gemeinsam angreifen. Das könnte schon gefährlich werden, Dongpingling. Aber ich denke, auch damit sollten wir klarkommen. Das ist tatsächlich jetzt ziemlich gefährlich, muss ich sagen. Ich werde nicht zögern. Aber wir haben unsere Ballisten, mit denen lässt sich viel anrichten. Okay, dass die Armee noch dort steht, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe zwar Truppen gesehen, die Richtung Süden noch marschiert sind. Aber jetzt brauche ich hier eigentlich Unterstützung. Kongrong, ich brauche deine Hilfe. Selbst wenn Kongrong hier sich schon um die eine Streitkraft kümmern würde, das würde mir schon sehr helfen. Ich kann kein Kriegskoordinationsziel zuweisen. Warum nicht? Ich müsste eigentlich Ziele zuweisen können, ja. Haben wir noch andere Truppen in der Nähe, die mir helfen könnten? Nee. Die sind alle zu weit entfernt. Wer mir aber helfen könnte, ist Liu Chong. Ja. Ich möchte mal, dass der das Ziel wechselt. Der soll jetzt sich hier um diese Rebellen kümmern. Darauf bitte. Danke. Dass hier schon mal Ruhe ist im Hinterland. Ich müsste ja in der Region auch Verstärkungsrate haben eigentlich dann. Ich werde hier mal einen Hinterhalt legen. Marsch
marschiert als Einheit. So. Lass sie in unsere Falle tappen. Das sieht gut aus. Die öffentliche Ordnung steigt an. Gut, und hier bekommen wir aktuell sowieso kaum Gold. Ich werde jetzt mal hier die Steuern tatsächlich befreien. Dort befreien wir. Dasselbe mache ich jetzt hier auch. Ja, da machen wir zwar fast keinen Gewinn mehr, aber zumindest geht die öffentliche Ordnung erstmal nach oben. Ja, das ist jetzt hier echt problematisch, ne? Klar, die können nichts im Kampf, aber... Ich heiße euch willkommen. Meine Helden sind halt sehr stark angeschlagen. Bereit zum Angriff. Was ich machen kann, und das könnte mir ja wirklich tatsächlich einiges retten. Ich könnte es auch nicht machen aus der großen Ortschaft. Mache ich eine kleine Stadt und baue das direkt im schnellen Bauverfahren. Dann habe ich nämlich direkt Mauern. Könnte ich tatsächlich machen. Ja, komm, wir machen das jetzt mal. Hatte ich das gerade abgerissen, zufällig eine Stufe? Ich glaube, ich habe es gerade herabgestuft gehabt. Okay, das wollte ich natürlich nicht machen. Stoßt entschlossen und treff sicher zu. Nee, das wollte ich so. So, ich glaube, ich hatte das nämlich außerdem herabgestuft. So, dann baue ich in derselben Runde noch eine Patrouille. So, dann haben wir nämlich gleich noch ein paar mehr Truppen. Und Mauern. So, sieht auch gleich besser aus. Ja, es hat uns jetzt schon ein bisschen Gold gekostet. Ich glaube, wir haben jetzt fast 50, über 10.000 haben wir jetzt dafür bezahlt. Aber wenn es hilft, die Siedlung zu halten, warum meine nicht? Klinge, dann werde ich die Siedlung doch behalten. Weil Lin wird höchstwahrscheinlich verloren gehen an Shangbao. Davon ist auszugehen. Komm, dann nutze ich die Zeit auch gleich, um hier noch ein weiteres Gebäude abzureißen. Und dann baue ich hier an der Stelle auch gleich noch Grundbuchaufsichtsamt. So, dann nutzen wir die Slots. So gut, dass wir uns ein bisschen was angespart hatten da. Wie wir jetzt aus der Hungersnot rauskommen, weiß ich zwar noch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass unsere Verbündeten uns hier helfen werden. Und da haben wir jetzt schon ordentlich Unterstützung erhalten. Okay, okay. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus aktuell, ne? Und wenn ich in der nächsten Runde diese ganzen Armeen fertig mache, wenn mir das gelingt, wäre das doch eine erstaunliche Leistung. So, verfügbare Verwalterposition brauche ich nicht. Aufträge bräuchte ich tatsächlich mehr. Ich glaube, Aufträge gibt es hier auch irgendwann. Zusätzlich, ja, hier gibt es einen verfügbaren Auftrag. Ansonsten würde ich sagen, wir nehmen jetzt eher die Nahrungsproduktion. Wir gehen volle Kanne auf Nahrung. Weil mit Nahrung kann man sich auch wieder Gold ertraden. Ja. Wir nehmen jetzt hier die Wurfelmaschinen. 25% Nahrungsproduktion. Und wir schalten dadurch die Windfegewerkstätte frei. So. Und dann geht's in die nächste Runde. Mal gucken, was unsere Feinde jetzt unternehmen. Tao Qiang ist in den Hinterhalt gegangen, okay. Und der erobert tatsächlich noch nicht Liang. Ah, aber das ist gut. Das ist natürlich die bessere Wahl von beiden. Der greift meine kaiserliche Armee an. Und was ich hier jetzt machen werde, ich denke mal, das ist die beste Entscheidung, die ich treffen kann. Ich werde die Schlacht spielen. Und mich entsprechend dann zurückziehen, wenn die Munition zur Neige geht. Wir haben leider nur 4 Armbrustschützeneinheiten und die Kavallerie. Aber ich denke mal, mit den Einheiten, da können wir doch gut Schaden anrichten. Wir würden uns mit beiden Armeen angreifen, ja, das steht fest.
Und dann ziehen wir uns zurück hinterher. Ich hoffe wirklich inständig, dass uns das gelingt. Wir haben die deutlich besseren Truppen. Aber ich will eigentlich alles auf Fernkampf setzen. Und dann versuchen wir eben so 2000, 3000 Mann zu nehmen. Und dann müsste unsere Armee das auch schaffen. Die andere Armee ist ohnehin jetzt im Marsch dazugekommen. Ich gehe also davon aus, wenn wir uns zurückziehen, dann wird uns die Streitkraft hier unter Tang Shu gar nicht mehr erreichen. Die ist schon im Marsch, die kommt gar nicht mehr weiter. Denn im Rückzug bewegt man sich ja auch bestimmt so 30% von seiner eigenen Bewegungsreichweite. Und wir können uns hinterher sogar noch verstärken, sollte er uns nicht verfolgen. Wichtig ist nur, dass wir die Armee unter Sang Yu entsprechend schwächen. Weil das ist die, die uns höchstwahrscheinlich noch erreichen wird, wenn er uns verfolgt. So, da die Zeit schon vorangeschritten ist, möchte ich die Schlacht auf alle Fälle in die nächste Folge verschieben. Dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen und für euer Interesse. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.